Hallo, hier bin ich endlich mal wieder. Ja, heute am heutigen Muttertag möchte ich dir sagen, ich denke an dich und herzliche Glückwünsche. Ich habe mich extra ein bisschen schick gemacht, wobei das mit den Haaren, naja, du weißt, die Friseure haben noch nicht wieder geöffnet und ich weiß ja auch, dass dir das herzlich egal ist. Ein Mutterherz denkt und sieht schließlich anders. Und mit den Blumen habe ich gedacht, ist auch Quatsch, also das wäre ja wie Eulen nach Athen zu tragen. Insofern, jetzt habe ich gedacht, so vielleicht so ein kleines Filmchen, um dir endlich mal wieder Danke zu sagen und dass ich an dich denke. Ja, je mehr ich über uns nachdenke, desto dankbarer werde ich eigentlich, muss ich wirklich sagen. Denn ich begreife immer mehr, was ich dir alles zu verdanken habe. Ja, eigentlich mein ganzes Leben. Von Anfang an bist du dabei und wirst es immer bleiben. Und selbst wenn es hier auf Erden zu Ende ist, sind wir immer noch zusammen und kommen wieder neu zusammen im Kreislauf des Lebens, den du ja erschaffen hast. Wunderbar. Ja, und wenn ich gerade bei wunderbar bin, möchte ich dir auch ein Kompliment machen. Ich meine, in deinem Alter, du machst immer noch, Mutter, eine bella figura. Ob zu Wasser, in der Luft, auf der Erde. Du hast immer eine gute Figur gemacht. Und ich weiß, je leichter du es mit deinen Kindern hast, desto besser ist es auch für dich. Je weniger Kummer wir dir machen, desto weiter wirst du gut aussehen. Ansporn. Ja, und auch in diesen Zeiten, das möchte ich dir auch mal sagen, der letzten Wochen und Monate war es gut, dass ich immer wieder zu dir kommen konnte. Ja, manchmal war es hier draußen wie eine Umarmung. Der blaue Himmel ganz oft, das frische Grün, das Wasser, die Vögel, alles das. Ich danke dir von Herzen. Und auch nachts im Mondenschein fühle ich mich manchmal umarmt wie von meiner Mutter. Und gleichzeitig merke ich, jetzt kommst du aber auch mal langsam dran. Ich freue mich darüber, wo ich doch weiß, dass du in den letzten Jahren so viel Kummer hattest, gerade mit der Luft, dass es dich gerade jetzt, verrückt in diesen Zeiten, verändert. Ist das nicht schön? Du hast Kummer mit dieser Krise und trotzdem kannst du wieder durchatmen und aufatmen. Ich freue mich für dich. Die Werte werden besser, sagen die Wissenschaftler. Und ich merke, wir können etwas dafür tun. Wir können etwas für dich tun. Ja, es wird doch auch Zeit. Wie lange und wie oft hast du etwas für uns gemacht, für mich? Und jetzt ist es doch auch umgekehrt. Bist du dran, Mutter? Ja. An diesem Tag möchte ich dir das mit diesem Filmchen versprechen, dass wir dich wieder mehr im Blick haben werden in der nächsten Zeit. Und dass wir, dass ich kann ja nur von mir reden, dass ich dich so schnell nicht wieder vergessen werde, sondern dich mehr im Blick behalten werde. Das ist vielleicht mein Versprechen zum Muttertag für dich. Und die Hoffnung, dass du so bleibst, wie du bist. Dass du gesund bleibst. Nicht nur an diesem Tag, sondern auch in denen, die folgen werden. Du, meine Mutter Erde. Alles Liebe.